Am Ende des langen Korridors befindet sich ein düsteres Wartezimmer. Die zwei alten Sofas sehen sehr abgenutzt aus, als hätte man hier oft lange warten müssen. An der Tür zum Büro hängt ein kleines Schild, auf das jemand Nacktwächter geschrieben hat, ohne H. Ja. Was ist jetzt ein Spaß von den Übersetzern? Naja. Bestimmt ein Gag der Übersetzer. Sollen wir eine Kissenschlacht machen? Hey, ein Bonbon! Aha, ein grünes Bonbon! Das macht man gerne mal. Wenn etwas in die deutsche Übersetzung gerade was Dummes einfällt, dann schreibt man einfach nur was dazu. Ein Schlüssel! Das sieht wie der Schlüssel zu einer Bürotür aus. Ja, was du nicht sagst. Ha, jetzt werden wir sehen, was darin versteckt ist. Also, auf geht's. Das Büro des Nachtwächters ist genauso verlassen, abgenutzt und heruntergekommen wie das Wartezimmer draußen. Der Wachmann verbringt jede zweite Nacht in Dr. Düsters Fabrik, die rund um die Uhr in Betrieb ist. Dann schauen wir doch mal hier in die Brotdose. Warum liegt da ein Zettel in der Brotdose? Da steht... Das ergibt aber keinen Sinn. Ja, ich frage mich, was es ist. Es sieht aus wie ein Code. Aha, Code also. Wir haben Code gefunden. Yehei. Habe ich eigentlich gesagt, warum wir Max benutzen? Naja. Also wir benutzen Max wegen einem Fehler im Spiel. Mit dem ein falsches Audio-Sample in einem Raum abgespielt wird. Und ich habe keine Lust, wieder so einen Mist zusammenzuschneiden. Ich musste extra noch eine Audiospur eine Musikspur dazu schneiden. Die auch nicht 100%ig passt, sondern nur 99,9%ig, aber naja, ist niemand aufgefallen. Hilfe, Max, pass auf, eine eklige Spinne. Das ist keine Spinne, es ist ein elektronisches Dingsbums mit zu vielen Beinen. Wenn es sich nicht benimmt, dann hau ich ihm eins auf die Birne. Max und sein Freund Mücke sind auf eine von Dr. Düsters tückischen Erfindungen gestoßen. Eine, die ebenso wirkungsvoll wie schrecklich ist. Eine mechanische Spinne. Sie wurde so programmiert, dass sie jeden angreift, der nach Geschäftsschluss den Düster-Konzern betritt. Die mechanische Spinne beißt und kneift, bis man ohnmächtig wird. Aber vielleicht kann Maxi mit einem gezielten Tritt kampfunfähig machen. Kampfunfähig? Wohl eher zu einem Haufen Schrott, hier war. Ich hoffe, ich kann jetzt abspeichern, ohne dass das Spiel abschmiert. Aber rein theoretisch schon. Es leckt ein wenig, aber... Naja. Okay. Remaster 1. Speichern. Dann zerlegen wir dort die Brotdose einmal. Warte nur ab! Hehehe, daneben! Ha, versuch's doch noch einmal! Ich liebe es! Ah, versuch's noch einmal! Ja. Selbst ein Floh könnte besser kämpfen! Pass auf! Na also. Was? Noch ein paar Treffer und wir haben gewonnen! Iss mir Spinat! Das ist unsere Chance! Die Spinatlüge natürlich. Weiter so! Weiter so! Selbst ein Floh könnte besser kämpfen! Pass auf! Und jetzt? Verflucht! Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück! Na, dann lies mir doch mal das Schild. Schau mal, Max! Ein Quadrat hat seine Farbe verändert! Ja, und? Ja, und? Warum hat es seine Farbe verändert? Weil es die Farbe verändern muss.
Dann gehen wir mal in den nächsten Raum und lassen uns im Düsterkonzern begrüßen. Der Hai entblößt mit seinem Grinsen unzählige rasiermesserscharfe Zähne. Seine kalten, leblosen Augen starren sie an. Er sieht aus, als wolle er sie jeden Moment angreifen. Max schaut die riesige Kreatur ungläubig an und ruft: Wow, schau dir die Sardine an. Nein, Max, das ist ein Hai. Ein Hai? Jetzt sind wir dran. Die fressen alles. Maulwürfe und Mücken und... Hey, warum bewegt er sich denn nicht? Vielleicht ist er müde? Aha, er ist ausgestopft. Aha, er ist ausgestopft. Wecke, wiederhol nicht alles. Aber jetzt heißt uns Dr. Düster in seinem Düsterkonzern willkommen. Oktober 1982. Willkommen zur Düstersammlung. Diese Trophäen wurden alle von mir gefangen, weil ich damit mein Geld verdiene, und von mir ausgestopft, weil mich das interessiert. Aber um auf den Punkt zu kommen, der Killerhai ist mir an die Angel gegangen, und wie Sie sehen können, erlebte er eine böse Überraschung. Eine böse Überraschung. In diesem Raum befindet sich ein Computer. Von ihm bekommt der Nachtwächter das Passwort für das nächste Stockwerk, wenn er mit diesem fertig ist. Der Computer sieht am Aufleuchten aller Quadrate der Zugangskarte, dass der Nachtwächter die Runde in diesem Stockwerk beendet hat. Hier nehmen wir nochmal den elektrischen Schraubenzieher mit und schmeißen mal den Schlüssel weg. Mit dem brauchen wir definitiv nicht mehr. Und das Wort definitiv hat man jetzt wahrscheinlich auch kaum verstanden. Unsere beiden Freunde halten an, um fasziniert die fast unwirkliche Schönheit der ausgestopften Schildkröte zu bewundern. Schild lesen. April 1987. Diese fette alte Schildkröte habe ich auf den Galapagos-Inseln erledigt, direkt nachdem sie ihre Eier gelegt hatte. Natürlich habe ich die Eier auch ausgegraben, aber sie hatten so einen ekligen Nachgeschmack. Also habe ich sie weggeworfen. Einen habe ich sie weggeworfen. Und ich habe wieder Wie ein furchterregender Vogel aus einer anderen Dimension schwebt ein riesiger Stachelrochen über seinem Podest. Max ist beeindruckt, fühlt sich aber zugleich auch ein wenig unbehaglich. Ja, ich glaube, es ist so durch. Juni 1984. Dieser Teufelsrochen hatte das Pech, dass sein Schwanz zwischen ein paar Felsen stecken blieb. So war es für mich ein Kinderspiel, ihn mit meiner Harpune zu erlegen. Aber jetzt brauchen wir noch... Ja, Max, lauf nicht immer durch die Sprites. Aha, der Stachel ist lose. Nimm ihn mit. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Schon witzig, in manchen Räumen ist einfach die ganzen Sprites nur eingefügt worden. Aber was aber auch ziemlich praktisch ist, denn dann kann man immer Vorder- und Hintergrund bestimmen. In der riesigen offenen Muschel liegt eine wunderschöne Perle. Ihre seidig glänzende Oberfläche verbreitet ein schimmerndes Licht, das jede Farbe des Regenbogens in sich zu bergen scheint. Boah, voll toll! Die Augen. August 1981. Ich brauchte nur einen wasserdichten Akkuschrauber, um dieses dickköpfige Kerlchen zu öffnen. Ja, eigentlich kann ich den Schraubendreher auch schon wegschmeißen, aber... Super, Max! Jetzt wird sie nicht zuschnappen, wenn wir uns die Perle borgen. In einem Adventure schmeißt man niemals einen Schraubenzieher fort. Ist sie nicht wunderschön, Mücke? Ein Prachtstück. Erst später, wenn das Inventar voll wird, aber ich habe die ganzen Bücher auch schon weggeworfen. Als Max den Raum betritt, wittert er Gefahr. Denn man muss diesen tatsächlich nur ein einziges Mal aufsammeln, um hier auf die Daten zugreifen zu können. Aber jetzt laden wir mal den Schraubendreher auf. Hast du das gesehen, Mücke?
Und ob. Und dabei hätte ich es lieber nicht gesehen. Und die Täfelung abschrauben. Schau, Mücke, es funktioniert. Ich schraube die Täfelung ab und wir stellen das Laserding aus. Und dann gehen wir zum... Ein weiteres deprimierendes Bild bietet sich Max und seinem Freund Mücke. Diesmal ist es ein Killerwal, aber irgendwie ist man bei der Konservierung sehr nachlässig gewesen. Wieso das? Juli 1994. Diesen Killerwal habe ich für ein Filmstudio in Hollywood präpariert. Ah ja, gut. Ja, es ist nur das 4K Remaster, normalerweise müsste ich die Tiere jetzt anklicken. Manchmal gibt es noch einen Spruch dazu. Und manchmal legt aber gleich der Erzähler los und das kann man nicht überspringen. Beziehungsweise abbrechen. Und jetzt zerlegen wir die Blechbüchse hier drin. Schau mal, Mücke, noch so eine von Dr. Düsters blöden Wächterspinnen. Los, hauen wir ihr eins auf die Mütze. Lieber nicht. Perfekt, 5. Was? Noch ein paar Treffer und wir haben gewonnen. Na, 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 daneben. Lern erst mal richtig zu kämpfen. Oh. Warte nur ab. Hehehe, daneben. Iss mir Spinat. Das ist unsere Chance. Ja, noch einmal zwei, das müsste ja drin sein. Ha, versuch's doch noch einmal. Ich liebe es. Versuch's noch einmal. Jetzt verlieren wir was. Na, 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 daneben. Oh, der Zufallsgenerator ist so böse. Du liebe Güte. Nein, was für eine Schande. Iss mir Spinat. Das ist unsere Chance. Ich fange jetzt erst richtig an. Nicht aufgeben. Und Schild lesen. August 1987. Ich habe eine Spezialausrüstung benutzt, um diese beiden Riesenkrabben in Japan zu fangen. Als Jäger liebe ich technische Herausforderungen. Ja. Und nehmen wir doch mal die Sherry hier mit. Dr. Düsters Alarmsystem hat sich eingeschaltet. Stellen Sie das Objekt innerhalb von 10 Sekunden wieder zurück, sonst geht die Sirene an. Ja, manchmal wäre es schon witzig, mit Webcam, aber... Nein. Ich habe nicht mal... Gut, ich habe eine, Der Alarm wurde ausgeschaltet. Die wollt ihr nicht, dass ich die benutze. Die nimmt gerade mal 240p auf. Das ist richtig matschig und... Ich habe sie einmal zum Testen an meinem alten XP dran gehabt, aber danach auch nicht mehr. So, müssen wir das Schild noch lesen? November 1981. Dieser Wal ist überfahren worden. Unser Schiff hat ihn direkt in den Magen gerammt. Da musste er aber ganz schön nach Luft schnappen. Übrigens waren die Frachtkosten maßlos, um nicht davon zu reden, wie viel Füllmaterial ich in ihn reinstopfen musste. Ja, dann benutzen wir Maus und Tastatur. Ja, ja. Und wer jetzt auf die Zahlen geachtet hat, der weiß, dass wir gerade einen Bonbon bekommen haben. Jetzt müssen wir nur noch das letzte Feld füllen. Wo war denn das? Ja. Hab ich das Schild mit dem... Ich hab das Schild des Zitterals noch nicht gelesen. November 1990. Dieser Zitteraal ist eine meiner Lieblingstrophäen. Geduld und List sind Qualitäten eines Jägers, die belohnt werden. Ja, also dann. Auf geht's, du Lappen. Und gib mir das Passwort für das nächste Stockwerk. Der Computer gibt das Passwort für das nächste Stockwerk frei. Supi! Dum, 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 dum.
Und ich glaube, ich sollte mal wieder abspeichern. Speicher, 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 Speicher. Speicher, 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 Speicher. Ja, ich weise noch einmal darauf hin, immer warten, bis das ganz oben ankommt. Ansonsten hängt sich das Spiel auf. Was echt scheiße ist. Und Stockwerk Nummer 2.